Guten Tag, ihr willenlosen Sklaven. Ich meine natürlich herzlich willkommen, ihr lieben Leute, zu einem weiteren Part von Let's Play Tomb Raider 3. Ja, wir sind hier nach wie vor in den tiefen Abgründen dieser Falle, die wir dieses Mal auch erstmal pro-surviven. Zumindest hoffe ich eben jenes. Lara scheint diese Hoffnung jedoch nicht zu teilen. Nein, sie ist ein von Grund auf negativ eingestellter Mensch. Zumindest bekommt man diesen Eindruck von ihr jedes Mal, wenn sie nicht das tut, was sie soll. Wie eben gerade. Das ist ein ziemlich nicht besonders spektakuläres Erlebnis, ne? Das sieht man bei Lara schon etwas häufiger mal. Ich weiß auch gar nicht, wie der Fachausdruck für eben jene Krankheit lautet. Ich weiß nur, dass wir es dieses Mal wirklich hinbekommen. Denn dieses Mal rennt Lara auch dahin, wo sie hin soll. Und sie rennt auch überhaupt rechtzeitig los. Nicht so wie beim letzten Mal eben, ne? So, und dadurch ist uns der Weg hierhin eröffnet worden, wo ich nichts sehen kann, weshalb ich eine Fackel brauche. Und das dauert immer sehr lange bei diesem tollen Inventar hier. Sollte ich eigentlich gar nicht drüber meckern eigentlich. Was mich nur stört, ist, wie gesagt, die Tatsache, dass das so lange dauert, weil es keine Schnelltaste dafür gibt, wie in Tomb Raider 2. Was wollte ich Ihnen jetzt noch sagen? Ich überlege, ob ich die Videobeschreibung bei mir mal umstrukturieren sollte. Das war nicht der Plan. Bitte sag nicht, dass es jetzt hieran scheitert. Bitte sag das nicht. Ich komme nicht vorwärts. Ich werde grausam ertränkt. In einem nie dagewesenen Ausmaß. Wir sind tot. Toter als tot, so tot, wie man eben sein kann, wenn man tot ist und nicht mehr lebt. Das ist nun mal so. Ja, muss ich die Falle jetzt zum vierten Mal machen? Noch, das freut mich doch nur zu hören, weil ich diese Falle doch so toll finde. Weil ich so viel Spaß habe, den ganzen Tag daran zu verbringen, diese Falle hier auszulösen. Und durch sie zu sterben oder auch nicht zu sterben. Heute ist wohl wieder ein Tag, wo wir sterben, so wie Lara sich wieder heute anstellt. So. Schön, schön, schön. Diesmal haben wir es geschafft. Und weil wir wissen, dass da eh nichts ist, außer diesen Sachen, die im Dunkeln, abgesehen vom Rest, natürlich super zu erkennen sind. Was durchaus logisch ist. Der Boden ist ja, der absorbiert das Licht so sehr. Nur, scheint ja doch noch genügend Licht da zu sein, damit das zu sehen ist. Da kann man eigentlich gar keine logische Erklärung für bringen. Weil es von Grund auf nicht logisch ist. Ich merke gerade den Unterschied. Ich wollte hier nicht rein. Lara, du dummes Stück. Ab durch die Mitte. Wieso werde ich denn jetzt zurückgesetzt? Was soll denn das? Ey! Durch die Mitte scheint es zu funktionieren. Ja, durch die Mitte geht das? Wow. Ja, ich merke, der Unterschied hier ist jetzt Erde reingekippt worden und das da ist zu Schlammwasser geworden, sodass ich die anderen Hebel gar nicht mehr aktivieren kann. Ich wette, dadurch sind uns jetzt einige Secrets durch die Lappen gegangen. Mist! Mist, Mist, Mist! Das sollte überhaupt nicht so passieren.
Das ist ein Texturfehler. Aber sowas von. Sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. Ja, dann hoch mit dir, Lara. Und hier ist auch scheinbar nichts mehr. Schön, dann gehen wir jetzt einfach nur den Weg zurück, weil was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Jetzt müssen wir wieder durch diesen Killergang, wa? Hört sich zumindest derbst danach an. Mist! Verdammter Stein! Ich hab ihn ja schon gesehen. Ich hab's mir schon gedacht, aber ich dachte, nee, sonst kommen die doch immer mehr bei Schrägen und nicht bei Stufen. Doch, er kann auch Stufen runterrollen, das Scheißding. Und ich dachte, nee, so gemein ist das nicht, weil so spät, wie der erst losgeht, kann man sich doch noch unmöglich noch drehen und das alles machen und hey, und eigentlich müsste ich hier jetzt einen Cut machen. Aber den mache ich nicht, weil ich beim letzten Mal hinterher noch so gedacht habe, irgendwie hat das jetzt die Aufnahme so ein bisschen verfälscht. Es ist zwar super zu schneiden, viele andere machen das auch, aber ich habe mich entschieden, jetzt nur dann zu schneiden, wenn's so schlimm ist, dass es schon richtig stört. Ich wollte da nicht rein. Lara, was kannst du eigentlich? Egal, wir haben ja jetzt gesehen, wie man hier durchkommt. Einfach durch die Mitte schwimmen. Schwimmen, das schreibt man auch mit Ü, genauso wie Tisch. Nicht, dass ihr das jetzt ernsthaft glaubt. Ich weiß, dass man es nicht so schreibt. Na. Es gibt ja immer diese Leute, die Sarkasmus ja nicht verstehen. Oder die metaphorische Sprache, also bildhafte Sprache, nicht verstehen. Die nicht verstehen, wenn man eigentlich damit nur etwas anderes ausdrücken möchte, dass man etwas ex total Extremes sagt. Und man das aber gar nicht so wörtlich meint. Puh. Es geht doch. Und jetzt kommt noch ein zweiter. Nicht. Hätte ich dem Spiel aber derbst zugetraut. Ich dachte doch, eine von denen muss doch jetzt aufgehen. Und es ist die hier. Ohne Witz, das ist doch nicht normal. Hier wäre der andere Weg durch gewesen. Da wäre nix gewesen. Nix. Gar nix. Oh, das fühlte sich gerade so an, als hätte das Spiel sich aufgehangen. Kann ich wieder zurück? Um zu gucken, ob da irgendwie was zu sammeln ist. Das wäre sehr schön. Und jetzt kommt noch ein Stein. Nein. Nein, nein, nein. Ganz so spießig, gemein, fies ist das Spiel heute mal nicht. Aber wir können doch nicht zurück. Ich habe Leben verloren. Das ist gar nicht mal so schlimm. Da will ich nicht hin. Ich will hier durchkriechen, Lara. Was kannst du eigentlich? Kamera funktioniert auch nicht. Scheiß Affe. Ich war gerade damit beschäftigt, mich darauf zu konzentrieren, einen Witz zu bringen, der voll niveaulos ist. Nämlich, seht ihr ja immer noch diese Statuen da und nicht diese, ich meine diese Gravierungen. Und jetzt ist Laras Kopfhöhe natürlich, ne? Ja, da kann man schon gewisse Eindrücke kriegen, die man vielleicht nicht kriegen sollte. Da kann ich jetzt aber nichts gegen machen, das habe ich jetzt schon gezeigt. Und ich habe gesagt, ich schneide nichts mehr raus. Es sei denn, es ist wirklich so frustrierend und wir machen eine Stelle zum so, wer weiß wievielten Mal.
Dann irgendwann, wenn ich sie schon zum 10.000 Mal gezeigt habe, könnt ihr euch das 11.000. Mal ja vielleicht ersparen dadurch. Ich fände es jetzt auch richtig gemein, wenn die Leiter richtig plötzlich aufhören würde. Und genau das tut sie. Hier hätte jetzt ein riesiger Godzilla ankommen müssen. Was eigentlich voll die unnötige Beschreibung ist, weil eigentlich... Was heißt hier No? Ohne Witz. Ohne Witz. Jetzt sagt nicht, ich habe vergessen. Sagt es nicht. Sagt nicht. Hey, ich kann das gar nicht mehr aktivieren. Was soll denn das? Was soll denn das? Hä? Wieso habe ich nur einen Schlüssel? Sagt nicht. Alter. Alter, ich will hier hoch. Alter, kannst du jetzt gar nichts mehr. Alter. Sag nicht. Ich habe einfach nur... Oder habe ich den letztes Mal schon eingefügt, den Schlüssel? Ja, habe ich. Habe ich. Ja. Wollt ihr mir weismachen, dass ihr hier keine Steine für mich aufgestellt habt? Nein, haben sie in der Tat nicht. Das Einzige, was sie aufgestellt haben, ist eine Stacheldecke. Die uns wahrscheinlich in alle Stücke zerstechen wird. Fraglich ist natürlich, ob wir rechtzeitig da hochkommen. Oder ob wir was anderes tun müssen. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, nein. Dazu ist sie doch bestimmt schon viel zu weit. Wir hätten es geschafft. Das ist ja wohl... Mann, das hört sich so an, als ob die schon voll lange ist, so, ne, und... Hä? Und jetzt ist die hier... Oh, schon zu weit und jetzt können wir es nicht mehr schaffen. Alter, das ist ja wohl... So... Ducken können wir uns jetzt nur. Ja, ja. Schöne Kamera. Wie geht das denn? Wie geht das? Wie kann denn die Stacheldecke durch den Boden weitergehen? Wie soll das denn funktionieren? Das könnt ihr mir doch logisch nicht erklären. Das könnt ihr mir doch nicht ernsthaft erklären, dass die Stacheldecke durch den Boden durchgeht. Das macht doch gar keinen Sinn. Oh, Mann. Es bleibt alles drin. Wie gehabt. Und ich schneide nur dann raus, wenn wir dem Frust so nah sind, dass einige von euch vielleicht in Gefahr sind, Selbstmord zu begehen. Lara, was tust du denn? Mann, ich hätte speichern sollen, bevor ich hier reingehe, Mann. Dann hätte ich die anderen Hebel noch aktivieren können. Das wäre doch garantiert Secrets gewesen. Bestimmt 3 Stück oder so. Mindestens 1. Wir hatten da ja noch 3 Hebel gehabt, ne? Ich habe doch nur 1 aktiviert, Mensch. So, aber vielleicht bekommen wir es ja diesmal hin, über diese Plattformen, über die ich hierher gekommen bin, reinzukommen. Das Problem an diesen Plattformen ist, dass ich sie nicht sehen kann. Wenn sie überhaupt sichtbar sind. Ich kann aber dieses Mal schon ganz weit nach hinten springen. So, dass ich jetzt schon hier bin. Haha. Was auch immer mir das bringen soll. Es ist höchstens schneller gegangen. Und damit habe ich euch mal wieder ein bisschen Zeit erspart.
die ihr mir dabei zugesehen hättet, wie ich durch einen Haufen Schlamm warte. Also eigentlich das, was ich sowieso die ganze Zeit nur mache, weil was anderes machen wir hier ja nicht. So, jetzt sammeln wir erstmal schon schön wieder die Fackeln ein. Da ist der Stein. Stein Nummer 1 nenne ich ihn mal. Den aktivieren wir jetzt, gucken ihn uns schön an für eine Millisekunde und dann geht's auch schon wieder weiter. Diesmal sind wir klug und gehen rechts lang. Wo kein Stein auf uns wartet, nur ein böses Äpfchen. Und da rollt der andere Stein auf der anderen Seite. Schön, schön. Da ist das zweite Äffchen. Da das dritte Äffchen. Letztes Mal hatten wir nur zwei. So, aber diesmal geht das ja auch viel schneller, weil wir alles schon mal gemacht haben, ne? Da sieht man, der Mensch ist lernfähig. Und vor allem ich. Nein, Spaß. Ich gehöre ja nicht zu diesen selbstverliebten Leuten. Ich glaube, da musste man gerade Leben verlieren. Oder ich hätte mich an der Leiter auspendeln lassen müssen. So, aber diesmal möchte ich wenigstens noch das hier geschafft haben. Und nicht vorher speichern, weil ich ja jetzt gesehen habe, das ist gar nicht mal so schwer. Das kann man eigentlich ziemlich gut schaffen zeitlich, wenn man sich nicht allzu dumm anstellt. Und so sieht's auch aus. So, und jetzt möchte ich sehen, wie die durch den Boden geht. Weil das ist ja eben passiert. Wenn jetzt ein Gegner von hinten kommt und mich umrammt, ne? Oder ich aus Versehen irgendeine Taste drücken sollte, dass ich nach vorne falle. So. So, jetzt geh mal durch den Boden, du Stacheldecke, wie du es eben getan hast. Ach so. Nur dieses Stück da geht in den Boden rein. Aber es ist immer noch ein Stück, was in den Boden reingeht. Also das ist trotzdem noch unlogisch. Das könnt ihr mir nicht erzählen. In jedem Raum muss man erstmal gucken, ob irgendwo ein Stein oder eine Stachelwand oder eine Stacheldecke ist. Und davon gibt es hier zu Genüge. Wovon es leider nicht zu Genüge gibt, ist... ohne Scheiß. Ist, natürlich hier. Heilkrams. Wie viel haben wir denn? 5 kleine Medipacks und ein großes. Das ist nicht das, was ich einen Stand von Level 2 nenne. Bei Tomb Raider 1 hätten wir jetzt schon das Dreifache gehabt. Ganz bestimmt. So ist es gut, dass dieser Stein hier so leuchtet, sonst hätten wir das gar nicht sehen können. Und hätten hier jetzt voll lange gerätselratet. Kann auch sein, dass das am Emulator liegt, dass man das so gut sehen kann. So, was machen denn diese beiden Hebelschöns hier? Ziehen wir mal einfach beide. Kann nicht schaden. Lara muss natürlich auch mitmachen. Es hörte sich an, als hätte sich eine Tür geöffnet. Hahaha. Holla. Ich sag doch immer gucken, ob nicht noch irgendwie Steine da sind. Die müssten jetzt da sein, wo keine Stacheln sind. Doch, da wo die Stacheln, okay, da sind die reingeflogen. Das war noch realistisch, muss man sagen. Das ist ja auch gut so. Das haben wir ja nie, haben wir ja sonst nicht so oft, ne? So, hier links und rechts sind Feuer, schön zur Dekoration. Oh. Da müssen wir lang. Links oder rechts? Erstmal rechts. Weil mir das gerade in den Sinn kommt. Das sind immer noch die besten Begründungen überhaupt. Boah, ich dachte, jetzt schicken die mir zwei auf einmal auf den Hals. Das wäre ja wohl richtig mies gewesen. Ich muss kacken. So hörst du dich auch an.
Kletter da hoch! Miss Croft, klettern Sie! Jetzt wird die wach! Ich finde das doof, jetzt zu speichern, weil wenn ich dann jetzt speichere und den Part beende, müsste ich jedes Mal, wenn ich das Spiel wieder laden müsste, direkt wieder gegen diese beiden Statuen kämpfen. Was ich denkbar scheiße finde. Hier muss ich aber wahrscheinlich nicht, weil nicht immer wieder irgendwo in die Sicherheit gehen. Weil die nicht immer blocken. Weil die auch mal, ne? Weil die ja zwei sind und so. Kannst du auf die andere zielen? Auf die, die nicht blockt? Danke, Lara. Diese tolle Kamera. Und die Scheinwerfereffekte sind auch mit 2D-Sprites gemacht. Das nenne ich professionell nicht. Und Lara kann nicht richtig zielen, denn sie zielt immer auf den, der blockt und nicht auf den, der nicht blockt. Das dauert jetzt sehr lange, weil ich irgendwie keine Shotgun benutze. Wieso benutze ich die eigentlich nicht? Das könnte ich doch eigentlich auch mal machen. Wir haben 24 Schuss, Mensch. Wieso bin ich denn immer so knausrig? Das hat aber gar nicht mal so viel gebracht. Mensch, jetzt bin ich wieder knauserig, jetzt nehmen wir dir wieder die Pistolen. Das hat dir nämlich wirklich gar nicht mal so viel genützt. Denn wie ihr sehen könnt, laufen immer noch zwei von der Sorte rum. Oh, geht mir nicht auf den Keks. Okay, die eine ist schon mal kaputt. Das ist doch schön. Die steckt aber wirklich viel weg, muss ich sagen. Oder ich habe die ganze Zeit nur die andere getroffen, wo die zusammen unterwegs waren. Schlecht, Lara, schlecht. Okay, sie ist tot. So, dann sammle ich jetzt nochmal die Säbel ein und kann sie leider nicht als Waffen benutzen. Das wäre ja sehr schön, wenn das ginge. Der Part hier hat auch etwas viel derbst, extremst Überlänge gekriegt. Ich sammle auch noch ein paar Sachen ein, jetzt zum Abschluss. Und währenddessen könnte ich eigentlich auch schon mal sagen, wir sehen uns dann... Lara, du musst es jetzt auch noch unbedingt noch mal Leben verlieren, oder? Ja, musste ich. Immer diese Lara Crofts. Ich wollte schon über Frauen sagen, aber nee. Dann hätte ich ja gleich einen ganzen Batzen Abonnenten verloren und einen Batzen Hater dazu bekommen. Und das möchte ich ja nicht, ne? Tolle Argumentation, um sein Vokabular zu bestimmen. No. Das ist der, den du automatisch auswählst und der ist falsch. Anstatt, dass du automatisch den richtigen auswählst, zumal die doch sowieso beide gleich aussehen. Meine Güte. Ist das, um Spielfehlern vorzubeugen, dass man zweimal die gleichen hat, oder was?
Muss ich jetzt einen Hebel ziehen? Nee, die Tür ist schon offen. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider 3. Bis dann. Tschüss.